Benne voltunk, nem? Meg vagy örökítve. Szedjeszem a kockát. És halkoltál. Rajta már a magán volt. Nem olyan nagy szállal. Mentem, mászkáltam, mondtam, hogy mászkáltam. Ez a jó, aki nem merek, úristen, én lámpalázom. Ajaj. Hittem, hogy te téged. Szerintem, hogy beszéltél ennek. Mit? Megsúgom magát, azt meg van. Képességet, de a pénzbe, és nem is egy része meg, ez már most van. Nekem már ez is jelent.
nagyon finom ez a magyar sör. Sind jene, denen wir heuer eine blendende Saison zu verdanken haben, eine sehr, sehr gute. Allen voran danke ich dem Herrn Präsidenten Gunst und auch allen anderen Mitarbeitern. Ich begrüße auch einige neue Gesichter hier in der Runde. Und jetzt darf ich mich bedanken beim Herrn Gemeinderat Böhm, der ist zuständig für Fremdenverkehr und der wird uns eine kleine erklärende Rede halten. Und der Herr Staatsamtdirektor Huslich ist auch gekommen und die Frau Keins, die zuständig ist für das Informationsbüro von Stadtlichtschaft. Und ich hoffe, wir haben heute einen sehr schönen Abend und Sie haben morgen eine schöne Weiterfahrt und einen schönen Tag in der Tschechoslowakei und dann eine Nacht in Prag. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Bitte schön. Danke. Sehr geschätzte Damen und Herren, es freut mich ganz besonders, dass Sie den Weg in die gesündeste Ecke Österreichs gefunden haben. Ich darf Sie namens der Stadtgemeinde Litschow das Allerherzlichste bei uns begrüßen. Ein guter Freund von mir, der Herr Dr. Norbert Hofbauer, hat Sie empfohlen und so sind wir natürlich gern bereit, Sie bei uns zu empfangen. Und dass Sie den Weg nach Prag geteilt haben und bei uns eine Nacht verbringen wollen, das freut uns ganz besonders. Und ich hoffe, dass Sie morgen noch ein bisschen Zeit finden, Litschow auch bei Tag kurz zu sehen. Und ich möchte Ihnen deshalb, weil Sie nicht sehr viel Zeit haben, etwas über unsere gesündeste Ecke erklären und über unsere Stadt. Litschow ist eine sehr alte Stadt, 600 Jahre alt, und hat schon immer eine Bedeutung im Fremdenverkehr gehabt. Aufgrund der Landschaft, der typischen Waldviertlerlandschaft, Sie werden diese vielleicht noch nicht viel gesehen haben heute, aber Sie werden morgen auf der Reise die Landschaft noch ein bisschen bewundern können, hat sich der Fremdenverkehr bei uns in kleinem Maße immer schon entwickelt, als Sommerfrische früher. Und in den letzten Jahren sind wir daran gegangen, den Fremdenverkehr ein bisschen weiterzuentwickeln. Sie sehen das Feriendorf, in dem Sie wohnen. Und Sie werden vielleicht morgen die Zeit haben, mit dem Autobus beim Golfplatz vorbeizufahren und so verschiedene Kleinigkeiten. Sie haben ja in Ihrer Mitte einen fast schon Insider, muss man sagen. Dass wir uns hier wirklich nicht zu verstecken brauchen. Natürlich tun wir auch einiges dazu, um diese Werte zu erhalten. Und wir wollen nicht nur wandern. Es gibt 100 Kilometer wunderbar ausgeschilderte Wanderwege im Erlebnisland rund um Litschau. Da sind wir mit unseren 900 Gästebetten natürlich Urlaubsagenten so ausführen kann, wie man gerne möchte. Ich werde nicht allzu lange reden halten, möchte das Mangal, das ist ein typisches Litschauer Frühstücksgebäck, man nimmt es zum Aperitif, aber Sie fahren ja noch essen ins Rottal, eine heftige Waldviertler-Spezialität und hat eine besondere Wirkung mit dem Schnaps. Das ist ein Kalmus-Schnaps, der Ginseng des Waldviertels. Wird eine allgemein stärkende Wirkung. Das ist mein Schnaps natürlich. Besonderheit hat der Schnaps noch, er wurde von unserem Bürgermeister gebraut. Er tut Schnapsbrenner privat, ich tue es auch, meine ist leider schon aus. Aber der Bürgermeister hat bis heute verhindert, er ist in Wien auf einer Tagung. Und ich darf Ihnen trotzdem den Bürgermeister Schnaps hier anbieten. Und das Seidelbier, das Sie am Tisch packen, um und rund um Litschau haben, wir haben Prospekte hergelegt und stehen natürlich gern zur Verfügung, Ihnen ein bisschen etwas zu beantworten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Atmen Sie gut durch. Die Waldviertler Luft wird Ihnen eine schöne Nacht bescheren. Sie werden gut schlafen auf die trotz schweren Gästen. Und ich wünsche Ihnen morgen eine schöne Weiterreise und einen guten Ausflug. Dankeschön. Hallo,
Thank you.
Tenere, anzi. Allora, ragazzi.